Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Grid Autosport. Und ja, es geht weiter mit Open Wheel in Istanbul. Wir haben die Pole Position uns erarbeitet und ja, jetzt geht es los mit Rennen Nummer 1. Boah, der hat ja mal einen Blitzstart hingelegt, da kommen die beiden Jungs hier erstmal vorbei. Ah, da will ich die auf keinen Fall vorbeilassen. So, bitte nicht so ein Chaos-Rennen wie in Spa. Und schon, wo ich das sage, rammt uns dieser Idiot hier von der Strecke. So, Rick Scott, Platz 4, Wesley, Zweiter. Ja, ich weiß nicht. Wäre natürlich toll, wenn wir die irgendwie noch nach hinten befördern könnten. Aber unser Teamkollege ist mit Platz 8 eigentlich ganz gut aufgestellt. Also von daher werden wir hier, denke ich mal, so ein paar Punkte gut machen denen gegenüber. Selbst wenn die mit 2 und 4 ins Ziel kommen. Wir fahren einfach das Rennen jetzt mal... ja, einfach mal ein bisschen die Runden abspulen und dann werden wir am Ende sehen, wie es aussieht. Vielleicht mischen wir uns dann da auch nochmal ein, aber nur wenn es wirklich nicht anders geht. So, die erste Runde von 4 haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Guter Start, halte. Und sieht sehr solide aus. Wir können auch hier die Konkurrenz auf Distanz halten, das gefällt mir gut. Oh ja, da waren wir jetzt ein bisschen schnell. Ah ja, jetzt sind die auch wieder ein bisschen näher dran als eben durch den Fehler. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Das dachte ich mir schon fast. Da waren wir doch zu weit außen. Aber jetzt haben wir die Gelegenheit, ihn vielleicht so ein bisschen zu ärgern. Oh Gott. Ja, der Aaron Wesley, der hat uns da mal wieder von der Strecke geholt. Aber das Auto ist heil geblieben. Die beiden Jungs vor uns sind an uns vorbei. Aber der Aaron Wesley, der wird sich jetzt hinten wiederfinden, ne? Das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Jetzt müssen wir halt nur zusehen, dass wir die beiden hier wieder einholen. Der Teamkollege auf Platz 7 ist gut platziert. So, und vielleicht kriegen wir den Rick Scott dann auch noch eingeholt und wer weiß, was mit dem noch passiert. So, jetzt kommen wir hier doch mal rangeschossen. Und gleich haben wir sie wieder. Ja, hier noch nicht ganz die Gelegenheit, da uns reinzubremsen, aber vielleicht bei der nächsten langsamen Kurve. Aber wir kommen auf jeden Fall näher. Das sieht richtig gut aus jetzt. Ah, da hat das am Ende nicht gepasst mit der Kurve.
So, in dieser ganz langen Kurve, da können wir eventuell noch mal reinschauen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das reicht, weil die sind doch schon ganz schön nah, ganz schön weit weg. Aber jetzt sind wir wieder näher gekommen. Die ziehen jetzt wieder weg, weil die Geschwindigkeit natürlich umso höher, desto weiter zieht sich das immer auseinander. Aber so langsam bleiben wir dran. Und das ist die letzte Runde, die letzte Gelegenheit hier, was gut zu machen. Oh shit! Nein, 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 da haben wir unseren eigenen Frontflügel überfahren. So, den haben wir schon mal, den Rick Scott, den lassen wir hier auch auf der Strecke, denn ich möchte viel lieber hier jetzt Erster werden und diesen Evan Kennedy jetzt einholen. Jetzt vielleicht. Ja, der wird noch kontern, wird es zumindest versuchen, hat er nicht geschafft und damit sind wir vorne. Und können hier jetzt dieses Rennen nach Hause bringen. Ja, das war nochmal ein Fehler. Da werden die jetzt auch nochmal anklopfen. Alles gut gegangen. So, noch eine Gerade. Mensch, wie schnell sind die eigentlich? Eine Gerade und dann diese langsamen Kurven und dann auf die Startziel. So, nochmal sehr schön gefahren und dann haben wir da sogar noch eine kleine Lücke und holen uns hier den Sieg. Sehr schön. Und unser Teamkollege auf Platz 7. Gut positioniert, der Aaron Wesley. Gucken wir mal, wie weit der nach hinten gefallen ist. So, den haben wir auf Platz 13. Ja, das heißt, ja, der Rick Scott, also Raven West, holt sich hier nur, jetzt muss ich noch mal gucken, 15 Punkte. Wir haben natürlich durch das Qualifying noch mal ein paar Punkte geholt. 26 sind es insgesamt für dieses Rennen. Plus die Punkte, die 6, die hier unser Teamkollege bekommt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gucken wir mal im Gesamtstand. Ja, 111 Punkte Vorsprung. Das ist schon ganz schön böse. Doppelt so viel wie die Konkurrenz. Und jetzt haben wir auch einen satten Vorsprung in der Teamwertung. Also das sieht doch ganz entspannt aus. Und wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten Rennen. Und ja, da heißt es natürlich auch wieder ähnlich wie jetzt eben. Schön weit nach vorne. Auch die, den Start wieder total, ja, nicht gut gemacht. Und das hier ist natürlich jetzt schlimm, weil das jetzt alles beisammen ist, ganz eng. So, mal gucken, wann wir die Gelegenheit haben, hier an Raven West vorbeizukommen. Jetzt hier beim Rausbeschleunigen. Oh, wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Das war ein bisschen doll. Oh. Na, immerhin. Immerhin den einen. So, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Rick Scott hier auch uns vorbeilassen muss. Junge! Das ist ein bisschen suboptimal gelaufen, ne? Da hat uns der Rick Scott hier schön von der Strecke geholt. Ja, der Teamkollege auf Platz 15. Also wir müssen hier auf jeden Fall den Sieg holen, damit wir unseren Vorsprung hier in der Teammeisterschaft zumindest konstant halten. Ne?
Und wer weiß, vielleicht kommt der Scott oder der Wesley nochmal so nah, dass wir den nochmal einen verpassen können. Damit die vielleicht auch nochmal ein bisschen nach hinten fallen. Aber ich will den jetzt auch nicht absichtlich in die Parade fahren. Nur wenn sie mal ein bisschen näher kommen, vielleicht können wir die zum Dreher zwingen. Ah, da hat er uns verarscht hier. Starke erste Runde, du liegst in Führung. Auch ein bisschen doof. Ah, aber die sind doch schon ganz schön aggressiv unterwegs. Boah. So, jetzt reicht's mir hier aber mal mit denen. Jetzt reicht's mir hier mit denen. So, den fahre ich jetzt zu Schutt und Asche. So, hat er immer noch nicht genug, oder was? Der will noch mal ein paar Mal eine reinkriegen. Okay, dann soll er mal näher kommen. Das, was die können, das können wir auch schon lange. So, kommt ran hier. Jetzt mache ich die beiden nämlich so richtig fertig. So, wer will zuerst? Nein, nein, nein. Sorry, dass ich gerade ein bisschen aggro bin, aber... Ach komm, das ist Racing, oder? So, Rick Scott, die geben auch nicht nach, ne? Immer ist einer von denen wieder da. Das ist ein bisschen uncool gelaufen. Das war vielleicht ein bisschen viel Feindkontakt. Ja, das kann sich auch nicht auszahlen. Boah, wieder hier extra nochmal zumacht, die Sau. So, komm her jetzt. Ah, den kriege ich. Ach, scheiße, keine Rückblende mehr. Das ist jetzt scheiße. Oh oh. Da hätte ich natürlich vorher mal raufschauen sollen, bevor ich hier in Rage beigegangen bin. Okay, aber wir werden hier, denke ich mal, noch diese Runde hier nochmal den einen oder anderen überholen. Auch wenn die Anzeigetafel nicht unser Freund ist, denn das rechte Rad, das dreht sich nicht mehr so schön mit. Aber damit muss man leben. So, und ich glaube, zumindest den Aaron Wesley, den haben wir auch ein bisschen nach hinten gebracht. Oh nein, ich habe keine Rückblende mehr, Jungs. Macht keinen Scheiß jetzt hier. Ist natürlich jetzt ärgerlich, statt Platz 5, Platz 8. Ah, das tut weh, hier müssen wir Geschwindigkeit haben. Tempo. Das gefällt mir ja gar nicht. So, eine Möglichkeit noch. In diesen langsamen Kurven vielleicht doch wieder auf Platz 6 zu fahren. Komm schon hier, wir fahren geradeaus. So. Hier kommt keiner mehr vorbei, so eine Säcke. Hau ab. Ach Mensch, na, wir haben es verdient. Ja, komm, einer noch. Ja, Platz 10. Ist egal.
Ach komm schon. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht, Leute. Wir stehen in dieser Meisterschaft. So. Ja, immerhin 3 Punkte haben wir hier mitgenommen. Jetzt haben wir natürlich ordentlich was verloren. Das ist natürlich schon ein wenig ärgerlich. Ah, das kommt davon, ne? Wenn man es zu viel riskiert, dann hat man alles verloren. Kein Problem, gucken wir mal. Jetzt sind es wieder nur 6 Punkte. Oh, aber zu K und N. Ja, wenn sich 2 streiten, freut sich der dritte. Und Ravenwest ist auch nah dran. Also, 2 Rennen gibt es noch. Und es ist alles eng beieinander. Hätten wir jetzt hier den Sieg geholt, dann wäre alles völlig in Ordnung. Aber nein, wir müssen ja hier übertreiben. Okay, was soll's. Ja, nächste Folge gibt es dann die volle Dröhnung. Qualifying plus 2 Rennen. Und nee, jetzt muss gerade, ich muss gerade mir überlegen, haben wir eigentlich noch einen Cup? Jetzt muss ich gerade mir überlegen, haben wir noch einen Cup? 6 von 6, 2 Rennen. Gab es noch einen Cup? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gucke ich eben noch mal ganz kurz rauf. Dann kann ich das so ein bisschen planen. So, speichern und beenden. Ja, genau. So, das möchte ich nämlich eben noch mal ganz kurz anschauen. Wenn es nämlich noch einen Cup gibt, dann mache ich nämlich einen Cup und ein Rennen in einer Folge. Dann kann ich euch das jetzt schon mal sagen. Wenn nicht, dann machen wir die nächste Folge halt dann ein bisschen länger. So, jetzt gucke ich gerade mal einen Cup. Okay, also dann wird die nächste Folge Qualifying plus 2 Rennen, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, nächste Folge geht's weiter. Und ja, das Saisonfinale steht an. Hier seht ihr die Strecke. Bis morgen, bis zur nächsten Folge.